Unsere Regierung spielt Schwarzer Peter. Ihre komplette Impfplanung fährt gerade kräftig vor die Wand und jetzt will es niemand gewesen sein. Der Gesundheitsminister verteidigt sich. Die Kanzlerin hat angeblich alles richtig gemacht. Die EU schiebt den Schwarzen Peter den Pharmakonzernen zu und ganz am Ende bleibt als einzig Schuldiger angeblich das Virus selbst. In der seit Jahrzehnten größten Krise unseres Landes wird sich jetzt einfach weggeduckt, verdrückt. Das hier, das ist die Kurve, die uns allen auf einen Blick zeigt, wie groß das Impfversagen bei uns in Deutschland ist. Die Kurve also, die uns eigentlich aus dem Lockdown rausführen sollte, raus aus Corona und rein in die Freiheit. Sie zeigt den Anteil der Geimpften. In Israel liegt er bei rund 50% schon, also ungefähr jeder Zweite ist da schon geimpft. In Großbritannien immerhin bei 11%, in den USA bei 7% und bei uns bei 2,5%. In Deutschland wird im Moment im Schnitt 43 Mal pro Minute geimpft. Das klingt gar nicht so schlecht und sieht dann so aus. Und so schnell geht es in Großbritannien. Das Impftempo dort 5-mal so hoch wie bei uns. Und das bedeutet, so bitter das auch klingt, die Briten sind Monate vor uns durchgeimpft. In Deutschland wird also länger an Corona gestorben als nötig. Fakt ist, da muss was schiefgelaufen sein. Die Transparenz, wie genau, muss noch hergestellt werden. Denn erkennbar ist ja, dass entweder zu wenig bestellt wurde, deswegen hat man ja nachbestellt, offenkundig auch zu bürokratisch. Also das sind eine Menge Fragen. Ganz genau, das sind die entscheidenden Worte. Da ist was schiefgelaufen beim Impfstoff, aber ganz gewaltig schiefgelaufen. Es wurde zu wenig Impfstoff bestellt, das wissen wir mittlerweile. Und es lief alles zu bürokratisch. Das heißt Beamtenmentalität. Und mit so einer Beamtenmentalität werden wir diese Krise nicht meistern. Denn in dieser Bürokratie zwischen Anträgen, Aufträgen, Verordnungen und Akten kann oder will in diesem riesigen Regierungsapparat dann am Ende niemand mehr die allereinfachsten Fragen beantworten. Zum Beispiel diese Frage, wer bestellt jetzt wirklich diesen Impfstoff für uns in Deutschland? Wer also ist Deutschlands Chefeinkäufer für Impfstoff? Oder wie viel Impfstoff wird wann, wo, von wem geliefert? Wenn Sie hier in Berlin diese einfache Frage dem Gesundheitsminister stellen, dann gibt es erstmal große Schulterzucken. Oder eine andere Frage, die mich schon seit Monaten umtreibt. Warum hat der Gesundheitsminister oder warum hat die Kanzlerin nicht schon vor langer Zeit einfach zu unseren größten Pharmakonzernen, wie zum Beispiel zu Bayer, gesagt, so, hier ist das Gesetz, ab jetzt produziert ihr Impfstoff rund um die Uhr millionenfach. Das geht vor und wir bestimmen das. Weil sowas in unserer Bürokratie mit unserem Beamtendenken, mit unserer Beamtenmentalität nicht vorgesehen ist. Stattdessen klingt das mit allen Ausreden dann so. Haben Sie etwas persönlich falsch gemacht bei der Impfstoffbestellung? Müssen Sie sich bei den Deutschen entschuldigen? Also, jeden Tag, glaube ich, macht niemand 100% alles richtig. Aber bei der Impfstoffbestellung finde ich, dass wir das Menschenmögliche getan haben. Und ich finde, wir sollten auch schon sehen, was wir miteinander erreicht haben. Über 1,5 Millionen Impfungen haben in Deutschland stattgefunden, davon schon über 100.000 Zweitimpfungen. Und was immer diskutiert wird, ist die Frage, wie viel Impfstoff habt ihr bestellt? Das ist überhaupt nicht, ehrlich gesagt, interessant. Ich weiß, es geht vielen nicht schnell genug aktuell. Auch ich würde gerne schneller mehr Impfstoff verfügbar haben und natürlich, dass mehr Bürgerinnen und Bürger geimpft werden können. Was kann die Bundesregierung garantieren? Ich betreibe keine Produktionswerke für Impfstoffe. Also kann ich nicht garantieren, dass die Produktion so läuft, sondern wir können nur alles tun. Und das haben wir getan, um zu unterstützen, dass die Impfstoffproduktion stattfinden kann. Also wir können garantieren, dass die Unternehmen die Unterstützung bekommen. Die Produktion selbst kann ich nicht garantieren. Das ist Verwalten. Mit Regieren hat das nichts zu tun, finde ich. Das ist kollektive Verantwortungslosigkeit, wo niemand vorangeht, wo uns das strenge Einhalten von Antragsfristen und von Zuständigkeiten wichtiger ist als das schnelle Impfen, wo es weiterhin fehlt an Deutschlands Impfmanager Nummer 1. Da bleiben wir eben abgehängt beim Impfen. Und andere Länder werden uns es weiterhin vormachen, wie es geht. Ja, und was die anderen Länder uns beim Impfen gerade voraus haben, das hat einer an seinem eigenen Leib erfahren, nämlich Peter Wilke
aus Mülheim an der Ruhr ist er mir jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Wilke. Grüße Sie ebenfalls. Haben Sie, Herr Wilke, in Mülheim an der Ruhr, in Ihrer Heimat, denn schon einen Impftermin bekommen? Nein. Das Einzige, was wir bekommen haben, sind Karten für kostenlose Masken. Okay, immerhin. Hilft aber beim Impfen überhaupt nichts. Sie wären ja vermutlich so langsam an der Reihe. Wann rechnen Sie damit, dass Sie in Mülheim an der Ruhr geimpft werden können? Wenn die sogenannte zweite Staffel läuft mit den Impfungen. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Es wird offiziell nichts gesagt und es ist auch nichts veröffentlicht worden. Also noch keine Nachricht vom Arzt, vom Gesundheitsamt, ja nicht. Gar nicht. Die Hausärztin, die uns betreut, die hat selbst für sich selbst noch keinen Termin. Jetzt haben Sie eine besondere Überraschung bekommen. Erzählen Sie mal. Die kam nämlich aus Großbritannien. Richtig, ausgerechnet aus Großbritannien, wo doch so viele Schwierigkeiten sind, die es auch tatsächlich gibt, aber in diesem Fall nicht. Die haben mich zum Impftermin eingeladen. Ich möchte Ihnen mitteilen, an welchem Tag ich könnte, und das sollte kurzfristig passieren. Und ich kann das ableiten ein bisschen daher, dass mein Schwager, der im ähnlichen Alter ist wie ich, ebenfalls eine Einladung bekommen hat. Und der wird jetzt am Sonntagabend geimpft, ich glaube um 10 Uhr abends. Das heißt, da läuft die Impfung durch, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also ein bisschen ungewöhnliche Überraschung, eine positive Überraschung. Sie sitzen zu Hause in Mülheim, warten auf Ihren Impftermin, hören überhaupt nichts von den Behörden, nicht von den Ärzten, haben noch keine Ahnung, wann das losgehen soll. Und dann plötzlich auf dem Handy kommt die SMS aus Großbritannien. Sie können zu uns kommen. Absolut richtig. Was machen Sie damit jetzt? Gehen Sie rüber auf die Insel? Lassen Sie sich wirklich da impfen? Nehmen Sie den Termin wahr? Im Moment haben wir noch gar keine Entscheidung dafür getroffen. Da müsste es noch zu frisch. Die Einladung kam am letzten Freitag. Wir haben wohl geantwortet, dass wir so kurzfristig das nicht können, dass wir uns wieder melden würden. Was sagt das über uns hier in Deutschland aus? Wenn Sie in Ihrer Heimat im Ruhrgebiet sitzen und die Briten schneller sind, Ihnen eine SMS total problemlos aufs Handy schicken und wir wissen noch nicht mal, wann das hier losgehen soll für Sie. Ja, ich finde es bedrückend, muss ich wirklich sagen. Denn das sind wir ja seit einem Jahr mit den Dingen befasst. Und irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Dauernd hört man Horrormeldungen, ich lese die schon gar nicht mehr. Ich möchte nur ganz gerne die Impfung so langsam haben, weil ich ja zu den kritischen Leuten gehöre. Ich bin 78 Jahre alt und so viel Zeit habe ich eh nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich an Ihrer Stelle würde, glaube ich, wenn es irgendwie logistisch geht, erst recht mit der Familie dort in Großbritannien den Impftermin wahrnehmen. Denn wer weiß, ob das in nächster Zeit hier in Deutschland tatsächlich klappt mit den ganzen Verzögerungen. Herr Wilke, alles Gute für Sie und toi 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 für eine baldige Impfung. Können wir brauchen. Ich danke schön. Oh Mann, in Großbritannien, da flutscht es mit dem Impfen. Und hier in Deutschland haben wir so große Probleme bei der Beschaffung des Impfstoffs und ganz genauso bei der Organisation der ganzen Impftermine. Davon kann ein Lied singen Uwe Lührich aus Göttingen, mit dem ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie, Herr Lührich. Guten Tag, Herr Weise. Bei Ihnen wären eigentlich Ihre Eltern dran gewesen mit dem Impfen. Da lief aber einiges schief bei der Organisation der Impftermine. Erzählen Sie mal. Also meine Mutter hat im Januar auf einen Brief gewartet, dass sie sich endlich zum Impfen anmelden kann. Sie hat dann einen Brief bekommen, allerdings adressiert an meinen Vater, der bereits am 22. November verstorben ist. Sie hat reingeguckt und hat sich gewundert, dass er die Aufforderung hatte, sich am 28. dann zum Impfen anzumelden, und hat auch bis heute gewartet, dass sie auch noch einen Brief bekommt, aber hat keinen bekommen. Das heißt also, Ihr verstorbener Vater sollte diesen Impftermin bekommen und diejenige, die es wirklich gebraucht hätte, Ihre Mutter, die wartet bis heute auf einen entsprechenden Termin. Ganz genau. Sie kann sich noch nicht anmelden. Es ist ihr gesagt worden, sie soll sich einfach unter der Adresse ihres Ehemannes anmelden. Aber das kann ja auch nicht der richtige Weg sein. Was alles schief läuft, kann ich nicht sagen. Aber in diesem Fall läuft einiges schief, weil ich auch viele Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis bekommen habe, die alle gesagt haben, sie kennen auch Fälle, wo Verstorbene angeschrieben worden sind. Der krasseste Fall war ein Bekannter, dessen Vater vor 4 Jahren gestorben ist. Auch der hat diesen Brief bekommen. Und das kann natürlich nicht sein. Das muss man auch in aller Deutlichkeit herausstellen. Jetzt sehen wir das in unseren Nachbarländern, dass es da viel, viel besser läuft. Zum Beispiel in Großbritannien. Da gibt es einfach eine SMS aufs Handy, da kriegt man seinen Impftermin und dann wird man auch sehr schnell geimpft. Jeden weiß ich von Ihnen, Sie sind Polizeichef in Göttingen. Das heißt, Sie sind immer dafür da, die Regeln durchzusetzen und vor allen Dingen auch an den Staat wirklich zu glauben. Aber der funktioniert gerade in dieser Impfkrise nicht richtig. Verlieren Sie so ein Stück zumindest von Ihrem Glauben gerade?
Ja, den Glauben verliere ich, glaube ich, nicht, aber das Vertrauen verliere ich schon ein klein wenig. Ich kann nur sagen, das, was ich auch aus meinem Bekanntenkreis und aus dem Nachbarschaftskreis höre, dass man eben dieses Vertrauen verloren hat. Ich bin kein Querdenker, ich habe alle Maßnahmen mitgemacht. Ich achte auch darauf, dass die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Ich bin der Erste, der mit Maske rumgelaufen ist. Aber ich erwarte jetzt auch, dass langsam die Impfungen beginnen und zwar auch strukturiert und nach einem System. Danke an Uwe Lührig, der selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat, gerade bei der Vergabe dieser Impftermine und der im Zuge dieses Impfdesasters sagt, Mensch, ich verliere gerade, auch wenn ich Polizeichef bin hier in Göttingen, ein bisschen an Vertrauen. Herzlichen Dank, Herr Lührig. Gern geschehen. Wer verantwortet jetzt das größte politische Versagen in dieser Corona-Krise? Wer ist schuld an diesem Impfstoff-Desaster? Die Regierung selbst, finde ich, muss diese Antwort geben. Denn wir brauchen jetzt denjenigen, der zuständig ist, das alles aufzuräumen, dass endlich schneller geimpft wird. Jemanden, der aufsteht und mutig vorangeht und sagt, ich mach's. Ich bin Deutschlands Impfmanager. Ich bestelle jetzt den Impfstoff. Ich verpflichte die Pharmaindustrie, den Stoff herzustellen. Und zwar rund um die Uhr. Ich sorge bis in jedes Dorf dafür, dass der so schnell wie möglich zu den Menschen kommt. Und wenn irgendwas schief geht, dann stehe ich dafür gerade. Deutschland sucht diesen Impfmanager. Deutschland braucht einen Impfhelden. Musik